Das von den Katalanen angestrebte Unabhängigkeitsreferendum beschäftigt auch die EU. Die proeuropäische katalanische Regionalregierung fordert Unterstützung aus Brüssel. Der Außenminister der Regionalregierung, Raúl Romeva, erklärte, es gehe am Sonntag um die Glaubwürdigkeit der Demokratie. Das Volk wird auf alle Fälle abstimmen, denn das Volk hat ein Referendum verlangt und ist fest entschlossen zu wählen. Die Frage ist nicht wie, sondern was sind die Konsequenzen, wenn die spanische Regierung versucht, dieses Referendum zu unterbinden? EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte, die Kommission folge dem Prinzip, sich nicht in interne Debatten einzumischen. Die Europaparlamentarierin Esther de Lange meint, es ist ganz klar, dass Spanien eine Verfassung hat und gemäß dieser Verfassung ist das Referendum nicht legal. Es folgt nicht den Regeln der Verfassung. Es ist sinnlos, dieses Referendum abzuhalten. Es wäre besser, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Artikel 4 des Vertrags über die Europäische Union legt fest, dass die Staaten ihre jeweilige nationale Identität achten. Die Katalanen können bei ihrem Referendum nicht mit Unterstützung aus Brüssel rechnen. Dennoch wird Europa am Sonntag diesem Akt des zivilen Ungehorsams zusehen müssen. Ana Lázaro, Euronews, Bruselas.